Hast du das gehört? Was haben wir denn da? Wow. Ein Wal. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ja. Wäre es sehr unpassend, wenn ich jetzt zu Hause anrufen muss? Ja. Vollkommen. Sorry. Nur zu. Und entschuldige dich bitte nicht andauernd. Okay, entschuldige. Danke. Ah, okay. Ich schätze, wir können hier rumlaufen, während sie telefoniert. Schauen wir uns mal an Deck um. Seltsam, wieder auf diesem Boot zu sein. Was eine hübsche Aussicht. Sehr schön. Axtklauen. Eine Zwerge hier. Oh. Was haben wir denn hier? Will hier alles lesen. Einführung Igel Kraftwurzel Tee herstellen. Finde ich jetzt nicht so interessant. Oh, no open. Ah, hübsche. Ein paar Sachen werden hier ausgestellt. Eine Karte. Hey Allison, wie wäre die Panoramaroute? Okay, dann muss ich gerade ein bisschen. Ich glaube, sie hört dich nicht. Dann wohl nicht. Gar keine schlechte Idee. Die Route ist zwar länger, aber der Ausblick ist es wert. Wohin geht's? Dallas Crossing? Ich auch. Auch aus der Gegend? Okay. Jetzt interagieren wir mit ihr. Sagen wir's mal, sind wir ehrlich. Bin hier aufgewachsen. Ach, sieh mal an. Ich bin in deinem Alter nach Anchorage gezogen. Damals gab's in Delos fast nur Indigene. Klinket, Eider. Ich war seit 5 Jahren nicht daheim. Wurde also Zeit für einen Familienbesuch. Allerdings. Du hast es vielleicht noch nicht gemerkt. Aber die Leute werden ganz schnell alt. Stimmt. Mein Name ist Alex. Alex Gershwin. Nicht verwandt? Mit George Gershwin. Gershwin, der Pianist. Alle fragen immer, ob wir verwandt sind. Also sagen wir gleich. Oh. Wie sagtest du, ist dein Name? Ich weiß nicht, ob wir das ihm sagen sollen. Das ist. Vorname. Nennen Sie mich Tyler. Okay. Hat mich gefreut, Tyler. Mich auch, Sir. Das ist ein Wildfremder, ich weiß nicht, ob wir mit dem so viel uns gleich anvertrauen sollten. Ätzend. Hey, das habe ich gehört. Joa. Ein Jäger, also. Wenn ich das richtig interpretiere. Ein Bier ist mein Sport. Check mein Sixpack. Ach, so einer, also. Danger, no enter. Alles klar. Na, wie sieht's aus? Schwester. Hallo nochmal. Welch Zufall, dich hier zu treffen. Es geht nichts über frische Luft. Hey, hast du dich schon bei Denali beworben? Noch nicht. Ich brauche viel mehr Erfahrung. Du bewirbst dich doch nicht als Nationalparkleiter. Die haben bestimmt auch Einsteigerstellen, oder? Ja, schon. Aber ich habe keine Praktika oder Freiwilligenarbeit. Da bewerb... Mist. Ich kenne deine Handyaufnahmen, aber es in echt zu sehen ist krass. Ja, es war schrecklich. Hey, war das nicht unser Steg zum Schwimmen? Ach nein, das war ja am See. Oh, den haben sie abgebaut. Was? Nein! Mann, die ganzen schönen Erinnerungen. Wie du mich in den See geschubst hast?
Der Junge von nebenan hat dich doch immer reingeschubst. Stimmt. Was ist aus ihm geworden? Bobby? Ich hatte was mit ihm. Wirklich? Ja, ich ziehe immer nur Idioten an. Noch ein Grund, warum ich gerade niemanden treffe. Aha. Na dann. Hübsch, hübsch, hübsch. Joa. Complete Blind ist das Let's Play für mich jetzt nicht, weil ich es jetzt schon, wie gesagt, Rekord gesehen habe. Aber ist eine Weile her, deswegen. Okay. Sehr charmant. Wenn alle Stricke reißen, befolgen sie die Anweisung des Kapitäns. Okay. Aber wir sind gleich da, wie es ausschaut. Wir sind da. Sollen wir? Na dann los. Zurück zum Auto, Ronan. Na dann, alles einsteigen. Genau wie in meiner Erinnerung. Nur verschwommener. Wie ein liegengelassenes Polaroid. Von außen wirkt es fast charmant. Der Charme ist nicht das Problem. Strukturelle Intaktheit? Schon eher. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es, naja, abreißen lässt? Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Kümmert dich das gar nicht? Dich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe überall nur sie. Allison, wir könnten was essen gehen. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. Anfangen. Nach dir. Okay.
Ich bin hier gerade angekommen. Ich wollte mich erstmal. Ich meine, die beiden kennen das scheinbar, das Gebiet. Ich wollte mich erstmal umschauen, hier erstmal gucken. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber Erstmal nachdenken, was da gucken. drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Oh. Unfassbar, dass sie noch hier Ein paar sind. Puppen. Ja, verstecken wir sie, damit sie möglichen Holzfigürchen. Käufern keine Angst einjagen. Gleich den Sprint-Button gedrückt. Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten Lebwohl. Aha. Ich wette, wir haben coole Sachen da drin versteckt. Okay, aufmachen können wir es nicht. Nur durch die Hintertür rein. Das will ich gerade noch nicht. Ist noch ein Haus am See. Eine Schaufel. Ach, hier haben wir was. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2005? Marianne ließ uns schaufeln. Stundenlang. Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Nicht, dass sie das Geld für Solarpaneele gehabt hätte. Jetzt haben wir den Dialog übersprungen. Und ja. Ich wollte ja immer noch zum Bootshaus runter. Oder was das auch immer darstellen soll. Direkt mal hier entlang. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Okay, will ich nicht. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Ich will also nicht raus. Aber den Wald. Oh, da kam wohl jemand zu Besuch. Lustig. Ich erinnere mich gar nicht an die, als wir Kinder waren. Bestimmt hat unsere Mutter ihnen eine Heidenangst eingejagt. Ja, so wie jedem anderen auch. Trittspuren. Eine Bank. Gleich mal erstmal sitzen. Brauchst du schon eine Pause, Ronan? Nee, ich setz mich nur. Und genieß die Aussicht. Das wäre jetzt. Ja, okay. Jetzt mal ernsthaft. Wie geht's dir? Müde. Ich hab nicht viel geschlafen. Ja, kaum zu glauben, wie wir damals immer rumgerannt sind. Stundenlang, ohne Pause. Ja. Immer auf der Flucht vor einem Troll. Oder auf Schatzsuche. An Fantasie hat es uns definitiv nicht gemangelt. Mary Ann auch nicht. Diese eine Sache hatten wir alle gemeinsam. Selbst am Ende. In jener Nacht hat sie eine neue Geschichte erzählt, oder? Die war komisch. Suche ich mal bei gerade was zu trinken aus. Jetzt mal ernsthaft. Wie geht's dir? Müde. Ich hab Okay, ich glaube, das hatten wir schon. Ja, kaum zu glauben, wie wir damals immer Ich wollte rumgerannt nochmal sind. Stundenlang, ohne Pause. Ja. Immer auf der Flucht vor einem Troll. Nur Oder Wurzeln. auf Schatzsuche. An Fantasie hat es uns definitiv nicht gemangelt. Mary Ann auch nicht. Diese eine Sache hatten wir alle gemeinsam. Selbst am Ende. In jener Nacht hat sie eine neue Geschichte erzählt, oder? Die war komisch. Also. Die Bank hat sie gebaut, oder? Wenn du mich verjagen willst, um einen Platz zu kriegen, vergiss es. Nein, ich weiß noch, wie wir hier alle zusammengesessen haben. Ich schlief ein und wachte mit steifem Nacken wieder auf. Ich erinnere mich nicht, dass wir irgendwo mehr als ein paar Sekunden saßen. Das klingt heutzutage echt anstrengend. Wir sind einfach nur alt. Zumindest bleiben uns noch ein paar Jahre, bevor wir so alt wie Sie sind.
Tja, na dann gehen wir mal rein. Na komm, genug ausgeruht. Gehen wir rein. Okay. Noch umgeschaut. Wir müssen reden. Errungenschaft freigeschaltet. Ah, okay. Haben wir uns hingesetzt und ein bisschen Zeit genommen. Achievements freischalten. Ein kaputtes Fahrrad. Wie konnte sie mit dem Ding auf den Straßen hier fahren? Sie hätte sich eher den Hals gebrochen, als ein neues zu kaufen. Ja, ich warte noch auf unsere versprochenen Fahrräder. Ich hatte eins von Eddie, aber ich hab's kaum benutzt. Was hat sie nachts hier draußen gemacht? Komm schon, wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass wir uns verletzen. Oder sie dachte, wir machen Randale und zertrampeln ihre geliebten Pflanzen. Und das hätten wir wohl. Also... Ausgemachte Reinigungsprodukte helfen sicher dem Planeten, aber ihre Lagerfähigkeit ist für die Katze. Schreibt es auf die Einkaufsliste. Wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Naja, immerhin ist das Werkzeug da. Das hilft beim Reparieren. Die sind auch echt gut. Marianne legte Wert auf Qualität. Dann sollten wir mal vielleicht hier rein. Wenn wir das Werkzeug brauchen zum Reparieren. Okay, kommen wir glaube ich gerade nicht. Dann sollten wir vielleicht wirklich erstmal reingehen. Das Haus betreten. Am besten durch die Vordertür. Okay. Abgeschlossen. Verschlossen. Hast du keine Schlüssel mit? Gut, dass ich daran gedacht habe. Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht so wie es aussieht, nicht der Schloss. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja. Durch die Hintertür rein. Anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Und durchs Fenster. Muss funktionieren. Okay. Die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Und durchs Fenster kriechen. An uns? Und versuchen wir es immer durch die Hintertür. Wollte, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau? Nö. Na, vielleicht. Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Macht nichts. Wir finden einen anderen Weg rein. Ist doch durchs Fenster. Hier war doch gerade was. Okay, Schaufel mitnehmen. Sag doch ab durchs Fenster. Räuberleiter. Da ist ein Fenster. Können wir doch vielleicht dadurch mal. Ich könnte ein Fenster einschlagen. Sowas tun zivilisierte Leute nicht. Das ist dir bewusst. Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen kaputte Fenster uns nicht gerade. Stimmt leider. Okay. Durch das Fenster da oben rein. Durch den Kompost kriechen. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay.
Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ich glaube, in der Hütte war einer. Sehen wir nach. Ja, da war einer, aber da müssen wir erstmal rankommen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Ekelt, ja. Es ist fest verschlossen. Vielleicht passt da der Schlüssel. Ein Versuch wäre es wert. Das Fenster einsteigen. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Mary Ann hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja. Wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ohne kaputte Fenster. Mal sehen. Was ist das? Spürst du das? Aha. Leertaste gedrückt halten, um dich auf den Band zu konzentrieren. Aha. Erinnerungen. Und kommt da erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen. Keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow. Ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt das dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es der Ort. Der Ort, an dem sie sind. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Aha. Ja, ich mich auch. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja. Aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Ekelt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Beeilung! Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Wo geht's hier hin? Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Zum stummen Frosch. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Ja. Also, wer von euch versteckt den Schlüssel, Also, ich würde sagen, der in der Mitte, oder? Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Ist ja schließlich stumm. So, jetzt hier hinein. Entsperren. Na, was haben wir denn hier? Mitnehmen können wir es nicht. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Mit dem hier. Was auch immer das ist. Das zu greifen gerade ein bisschen schwierig ist. Nicht aus jedem Winkel geht. Na. Nimm es mit. Wo kommt die Kiste her?
Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Ja, der das Schloss ausgetauscht hat, wahrscheinlich. Könnte man sich denken. So, Vogelfüttern gehen. Irgendwo ein Vogelhaus hier. Das ist natürlich ein Muss. Ah, da ist ein Vogelhäuschen. Warum nicht? Die Vögel gehören belohnt für all die Jahre als Hauswächter. Danke für euren Einsatz, kleine Freunde. Ah, okay. Oh. Den Sand. Weißt du noch, wenn wir Spielzeug im Sand verloren haben, dachten wir, der wilde Jäger hat's gestohlen. Hey, an dem Rechen habe ich mir mal den Fuß aufgeschnitten. Warte mal, dein Fuß? War ich das nicht? Was? Ach ja, ich glaube, du hast recht. Hey, Kleiner, du bist nicht in deinem Element. Woher weißt du das? Vielleicht ist er ein Schneefisch. Und wenn der Schnee taut, dann ist es, dann wird sie zu Wasser und dann. Also, das kann schon. Wie viele Sandburgen haben wir damit gebaut? Keine, die es noch gäbe. Tja, sehr schön. Ein paar Kindheitserinnerungen. Nicht schlecht. Na, dann versuchen wir mal reinzukommen. Am liebsten durch die Vordertür. Hier kommen wir nicht rein. Es gibt auch andere Wege hinein. Komm mit. Okay. Also nicht durch die Vordertür. Durch die Hintertür hinein. Ach so, ja, stimmt, hier. Abschrauben. Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Finden wir es heraus. Alles okay da unten? Tyler? Oh, das ist nicht lustig! Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Ich find's irgendwie lustig. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay. Wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Oha. Das Versteck mal ein bisschen begutachten. Autsch. Alles okay? Au. Was ist passiert? Ich hab mir blöd den Kopf gestoßen. Größer geworden, das ist passiert. Wo bist du? Ty. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Oha. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zu Luke kommt? Ich glaube schon. Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Oha. Ein Bild von Kobolden. Können wir die uns angucken? Lesen können wir. Wir sind die listigen Kobolde. Oh ja, das sind wir. Ich gehe mal nach rechts. Nö, das war rechts. Mein Fehler. Koboldhöhle, Schatzkammer. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Marianne's Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Aha.
Na, hier haben wir den Luke, wie es ausschaut. Luke, ich bin dein Vater. Da sind wir jetzt im Schuppen, oder? Und da sind wir drin. Im Haus. Drin sind wir. Zu Hause. Und wenn das nicht schön ist.